Das ist das Lied Breit über mein Haupt ein schwarzes Haar. Strauss hat es 1888 komponiert, ein sehr ruhiges Lied in Gestur. Umso überraschter war ich, als ich mir eine sogenannte Eigenabschrift des Liedes besorgen wollte als Quelle. Und plötzlich, man hat jetzt nicht mehr die ruhigen Akkorde, sondern sie sind harfenartig aufgebrochen. Jetzt klingt so. Strauss hat in den 1920er Jahren das Lied einmal aufgenommen, mit ihm selber am Klavier. Da spielt er es noch schön brav, wie er es ursprünglich komponiert hatte. Und 1942 hat er es plötzlich mit dieser neuen Begleitung gespielt. Offensichtlich durch eine improvisatorische Laune. Er hat also einen sehr freien Umgang mit seinem Notentext gepflegt. Das Besondere bei diesem Lied ist jetzt, dass es nicht bei der improvisatorischen Laune blieb, sondern dass es zu Papier gebracht hat, als späte Fassung, ein halbes Jahrhundert nach der ursprünglichen. Und dadurch wird es für uns zu einer edierbaren Fassung, die wir also erstmals im Notentext bringen konnten. So ist es mittlerweile auch im Konzert erklungen. Und es gibt auch schon wieder Forschungsarbeiten, die auf unserem Notentext aufbauen. Da steht also die Strauss-Ausgabe, ist es jetzt ein halber Meter, aber es wird sicherlich noch viermal so viel, wenn wir fleißig sind. Und da steht mein erster Band, die Tondichtung Macbeth. Der junge Strauss hat drei Anläufe gebraucht, bis er mit diesem Werk zufrieden war. Und zwischen diesen beiden Fassungen hat er also solche Fortschritte gemacht als Komponist, dass man daran als Lehrstück gewissermaßen studieren kann, wie er aus einer guten Partitur eine großartige Partitur macht. Das ist eine wissenschaftlich kritische und quellenkritische Edition. Das heißt, wir haben es mit Quellen zu tun, mit alten Musikhandschriften, mit alten Drucken. Hier haben wir jetzt eine ganz besondere Edition, die auf der Musikhandschrift primär basiert. Und da ist jetzt plakativ in Rot all das eingetragen, was sich in unserer Edition gegenüber den bisherigen Ausgaben ändern wird. Und nachdem sehr viel Rot ist auf der Seite, bringt auch unsere Edition viele neue Erkenntnisse mit sich.